du die ZHU etwa? Kampf dem Lehnsherrn ist ein in China sehr beliebtes Kartenspiel, bei dem es darum geht, möglichst schnell alle Karten abzulegen. Spielvorbereitung. Du die ZHU wird von drei Spielern mit einem 52-Blatt-Kartenspiel mit zwei Jokern gespielt. Jeder Spieler erhält 17 Karten, die verbleibenden drei Karten werden verdeckt auf den Tisch gelegt. Anschließend wird ähnlich wie beim Skat gereizt, allerdings sind nur drei Gebote möglich. 1, 2 und 3, was auch den Einsatz bestimmt. Spieler müssen keine Gebote abgeben, wer Spieler sein möchte, muss allerdings vorherige Gebote überbieten. Der Höchstbieter spielt dann alleine, die beiden anderen Spieler spielen im Team gegen ihn. Der Spieler deckt die drei auf dem Tisch liegenden Karten auf und nimmt sie dann auf seine Hand. Spiel. Ein Spieler gewinnt, sobald er alle seine Karten abgelegt hat. Kartenwerte, Farben haben keine Bedeutung. Die Karten sind nach ihren Werten geordnet. Farbiger Joker größer als Schwarz, weißer Joker größer als 2, größer als Ass, größer als König, größer als Dame, größer als Bube, größer als 10, größer als 9, größer als 8, größer als 7, größer als 6, größer als 5, größer als 4, größer als dritte Reihum spielen die Spieler Karten aus. Der Spieler darf als erster eine oder mehrere Karten herauslegen. In China ist danach der rechts des Spielers sitzende Gegenspieler an der Reihe. Dieser darf entweder passen, gleich viele Karten der gleichen Kategorie, aber eines höheren Werts auf die bislang ausgespielten ausspielen. Wer den höchsten Wert ausgespielt hat, wenn alle anderen Spieler gepasst haben, gewinnt den Stich und darf erneut herauskommen. Ähnlich wie beim Poker sind im Spiel verschiedene Kombinationen möglich. Welche Kombinationen möglich sind, zeigt die nachstehende Tabelle. Ausnahmen jeder Vierling kann auf jede Kombination gelegt werden und ist nur durch eine höhere Bombe zu schlagen. Beide Joker zusammen bilden die höchste Bombe. Stichgewinn. Der Stich ist erst beendet, wenn kein Spieler mehr Karten legen kann oder möchte. Mit Ausnahme der Bomben dürfen nur gleich viele Karten der gleichen Kategorie ausgespielt werden, also beispielsweise 8 zu 9 1 0 BD auf 3, 4, 5, 6, 7. Nicht aber 4, 5, 6, 7, 8, 9 auf die gleiche Straße. Die Werte der Kicker sind nie relevant, ihr Vorhandensein aber schon. Erste beispielsweise ein Drilling mit einem Pärchen ausgespielt, so muss mit einem höheren Drilling und einem Pärchen überstochen werden. Der Kicker darf nicht denselben Wert besitzen wie die Basiskarten. Die 2 kann nicht als Teil einer Straße verwendet werden. Wertung. Der Spieler, der zuerst alle Karten abgelegt hat, gewinnt. Erste dies der Kapitalist, so erhält er von beiden Gegenspielern eine Auszahlung. Erste ist einer der Gegenspieler, so erhalten beide Gegenspieler die Auszahlung. Die Auszahlung berechnet sich nach dem Gebot beim Reizen. Für jede gespielte Bombe wird der Wert verdoppelt, hat ein Spieler noch alle Karten ebenfalls. Strategie. Nutzlose und kleine Karten eignen sich gut als Kicker. Bomben sind extrem wertvoll. Erstens verdoppelt sich der Spielwert. Zweitens ist der Spieler nach einer Bombe mit hoher Wahrscheinlichkeit nochmals am Zug und kann eventuell eine letzte kleine Karte oder Kombination ausspielen. Die Gegenspieler sollten kooperativ spielen. Bei guten Händen gleich ein hohes Startgebot abgeben. Lange Straßen sind schwer zu schlagen, auch wenn sie aus kleinen Karten bestehen. Kleine Karten sind schwer loszuwerden, auch als Pärchen und sollten daher in Straßen ausgespielt werden. Einzelkarten sind grundsätzlich schlechter loszuwerden als alle Kombinationen. Verbreitung. Du die ZHU wird hauptsächlich in China gespielt. Durch Online-Plattformen wie Tencent Kuku mit über 1 Million Spielern verbreitet sich das Spiel zunehmend.